Bon après-midi. C'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. This is women and eggs. We don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich habe den Stift aus der Mülltonne geholt. Ich habe zu Hause noch Kugelschreiberminen gefunden von der gleichen Firma. Die sind aber Swiss made. Hoffentlich halten die besser als das, was da original drin ist. Ich habe außerdem die Packung wiedergefunden. Ich habe jetzt auch noch einen schwarzen hier. Und da sind auch noch 5 rote mit drin. So. Thema ist Patientenverfügung. Meine Empfehlung bisher ist das Vorsorgehandbuch für 12,90. Für einen 10er gibt es das hier. Finde ich bisher nicht so gut wie das Vorsorgehandbuch. Ich habe ein Fallbeispiel durchgesprochen und ich bin jetzt bei der 74-jährigen Heidi K., die in einer Genossenschaftswohnung lebt und deren Mann früh verstorben ist. Außerdem geht sie regelmäßig zum Seniorentreff. So, Licht mache ich an der Seite auch mal an. Ich habe hier noch eine Bauleuchte stehen. Ich habe eigentlich kein Geld für sowas, aber ich habe für 200 Euro Licht gekauft. Kommt am Montag. Geht auch besser. So. Kapitel ist Möglichkeiten der Vorsorge und ich bin auf Seite 19. Ich schreibe jetzt ins Buch mit dem Bleistift. Die 74-jährige Heidi K. lebt seit dem frühen Tod ihres Mannes vor über 20 Jahren allein in ihrer Genossenschaftswohnung. Frau K. versorgt sich selbst, geht gerne in den Zoo und besucht regelmäßig den Seniorentreff in ihrem Stadtbezirk. Zu ihrer einzigen Tochter hat sie ein gutes Verhältnis. In letzter Zeit fällt der Tochter auf, dass Frau K. sich nicht an Verabredungen erinnert, Worte vergisst, ihr eigentlich vertraute Öffentlichkeiten nicht mehr selbstständig wiederfindet, sinnlos Zeitschriften von einem Raum ihrer Wohnung in den anderen räumt und viel umherläuft. Schließlich kann sie nicht mehr für sich kochen und auch die Bedienung der Kaffeemaschine will ihr nicht immer gelingen. Mit viel Glück kann die Tochter, die zufällig vorbeikommt, einen Wohnungsbrand verhindern, nachdem Frau K. eine Plastikschüssel auf den Herd gestellt hat und die Herdplatte eingeschaltet hatte. Frau K. wird mit ihrem Einverständnis in die Abteilung für Alterspsychiatrie, Gerontopsychiatrie der örtlichen psychiatrischen Klinik gebracht und untersucht. Das Ergebnis: Alzheimer-Demenz. Schnell wird klar, dass Frau K. nicht länger allein in ihrer Wohnung leben kann. Da keine Vorsorgevollmacht vorliegt, Frau K. jedoch nicht mehr in der Lage ist, ihre Angelegenheiten zu besorgen, beantragt ihre Tochter beim Betreuungsgericht eine gesetzliche Betreuung. Da haben wir wieder diesen Namen Betreuungsgericht. Ich würde es beim Verwaltungsgericht versuchen. Ich weiß das aber auch nicht genau. Muss mir auch noch einen Spitzer Radieschen hier besorgen. An meinem Schreibtisch habe ich sowas. Zur medikamentösen und weiteren Behandlung der Demenz bleibt Frau K. noch einige Zeit in der Klinik. Ihrer Tochter gegenüber äußert Frau K. gelegentlich den Wunsch, nach Hause zurückzukehren. Gleichzeitig scheint sie die gesellige Stimmung auf der Station und die gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten zu genießen. Ist doch schön. Als nach wenigen Wochen die gesetzliche Betreuung eingerichtet worden ist, suchen Tochter und Schwiegersohn einen Platz in einem Altersheim, weil sie die Versorgung von Frau K. nicht selbst übernehmen können. Die Kinder kümmern sich
Der Schwiegersohn hilft auch mit. Es gibt eine Betreuung. Bis jetzt ist doch alles gut gelaufen. Man entschließt sich trotz höherer Kosten für ein Heim, in dem viel Wert auf Privatsphäre gelegt wird und eine Vielzahl von Sonderleistungen wie kostenlose Fahrdienste in die Stadt und regelmäßige Konzertabende geboten werden. Ich weiß nicht, ob das so die richtige Wahl ist. Frau K. bekommt ein Einzelzimmer und kann sich, sofern sie dies wünscht, an gemeinsamen Aktivitäten beteiligen. In ihrer neuen Umgebung findet Frau K. sich jedoch nur schwer zurecht und ist unruhig. Auf den langen Fluren mit den gleichfarbigen Türen kann sie ihr Zimmer schlecht finden. Die vielen verschiedenen Menschen, Bewohner und Pflegekräfte verwirren sie. Besonders ruhelos wird sie an den wöchentlich stattfindenden Konzertabenden, an denen das Abendessen schon eine Stunde früher gereicht wird. Also, besonders unruhig wird sie an den wöchentlich stattfindenden Konzertabenden, an denen das Abendessen schon eine Stunde früher gereicht wird, um danach den Speisesaal aufwendig umzudekorieren. Einen entspannten Eindruck macht Frau K. dagegen bei den regelmäßigen gemeinsamen Mahlzeiten und vor allem, wenn sie beim Nachmittagscafé Gesellschaft von ihrer Tochter oder der Pflegerin Lisa hat. Nachdem deutlich wird, dass Frau K. nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren wird, kündigt ihre Tochter mit Zustimmung des Betreuungsgerichts den Mietvertrag der Genossenschaftswohnung. Zu ihrer Entlastung beauftragt sie einen Unternehmer, damit dieser die Wohnung auflöst und die Möbel verwertet. Das heißt, es soll nichts weggeschmissen werden. Nach einem Jahr stirbt Frau K. erst bei der Testamentseröffnung erfahren ihre Kinder, dass sie extra sehr sparsam gelebt hatte, um ihrem einzigen Enkel möglichst viel Geld zu vermachen, damit der studieren und die Welt bereisen könne. Außerdem wolle sie die inzwischen längst entsorgten Möbel aus ihrer Wohnung einem Obdachlosenasyl spenden. Ja, da ist so ziemlich alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann. Es geht mit dem falschen Pflegeheim los, der nicht bemerkten Demenz gepaart mit einer Alzheimer-Erkrankung und der Verfall setzt auch viel zu schnell ein. So sollte das eigentlich nicht laufen. So. So, jetzt kommt ein bisschen Text und dann wird erklärt, was eine Patientenverfügung ist. Noch eine Viertelstunde. Eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfügung. Dann kommt die Matrix. Ja, so weit komme ich gar nicht. So, ich bin jetzt auf Seite 20. Zwei Fallbeispiele zeigen, dass jeder Mensch durch Krankheit, Unfall oder zunehmendes Alter in eine Situation geraten kann, in der er nicht mehr Wünsche äußern oder Entscheidungen selbstständig treffen kann. Und wie es so zur Entwicklung kommen kann, die nicht im Sinne der Betroffenen sind. Ja, beim ersten Beispiel. Ist doch alles gut gelaufen, der Mann ist glücklich und lebt. So. Frau K. aus der Genossenschaftswohnung ist verarscht worden. Und wie es
zu Entwicklungen kommen kann, die nicht im Sinne der Betroffenen sind. Absatz. Wenn Sie für diesen Fall vorsorgen wollen, können Sie schon in gesunden Tagen entsprechende Vollmachten und Verfügungen aufsetzen. Dies sind die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. Dabei handelt es sich jeweils um Regelungen, die zu Ihren Lebzeiten wichtig sind. Für die Dinge, die nach dem Tod gelten sollen, muss ein Testament verfasst werden. Da jedoch die Inhalte von Testament und vorsorgenden Verfügungen voneinander abhängig sein können, ist es sinnvoll, alle Dokumente aufeinander abzustimmen. Also, es gibt hier drei Instrumente, die sind fett gedruckt. Die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung, zusätzlich für nach dem Tod ein Testament, und alles muss aufeinander abgestimmt werden. So, dann haben wir hier ein Bild von einer mutmaßlich älteren Dame. Die hat nämlich graue Haare, eine Brille und ein Haarband. Und da steht Patientenverfügung und die zeigt mit einem Pfeil auf einen Mann mit weißem Kittel und rotem Schlips und einem Hörapparat und auf eine Frau mit einer weißen Mütze in Blau, die blau gekleidet ist, und die weiße Mütze hat ein weißes Kreuz im roten Kreis. Mutmaßlich ein Arzt und eine Krankenschwester. Da steht die Patientenverfügung und über dem Fach steht Patientenverfügung und, ach ja, die alte Frau trägt Schmuck und das sieht aus wie rote Pantoffeln. Schön. Patientenverfügung, fälschlicherweise oft auch als Patiententestament bezeichnet, ist eine vorsorgliche Bestimmung über eine zukünftige, derzeit noch nicht genau feststellbare medizinische Behandlung. Mit den dort getroffenen Festlegungen können Sie in diesen Behandlungen einst einwilligen oder nehmen oder eben auch die Zustimmung verweigern, wenn Sie sich in der aktuellen Situation nicht mehr persönlich äußern können. Also, nochmal. Die Patientenverfügung, fälschlicherweise oft auch als Patiententestament bezeichnet, ist eine vorsorgliche Bestimmung über eine zukünftige, derzeit noch nicht genau feststellbare medizinische Behandlung. Das ist die Definition. Da streiche ich mal und schreibe die Definition dran. Wichtig, ich werde von einem Rechtsanwalt verklagt, von einem angeblichen Rechtsanwalt, der keine Leistung erbracht hat. Die Leistung war also ungenügend. Und der sollte mich zum Thema Patientenverfügung beraten. Und dazu hat der mich definitiv nicht beraten. Ich kann sowieso besser mit Bleistift in so ein Buch schreiben.
Süß. Mit den dort getroffenen Festlegungen können Sie in diese Behandlungen einwilligen oder eben auch die Zustimmung verweigern, wenn Sie sich in der aktuellen Situation nicht mehr persönlich äußern können. So kann zum Beispiel eine Bluttransfusion ausgeschlossen werden oder es kann bestimmt werden, unter welchen Bedingungen eine Blutwäsche oder eine künstliche Beatmung durchgeführt werden soll und wann nicht. Voraussetzung dafür ist, dass der Arzt oder die Ärztin überhaupt eine Behandlung vornehmen wollen. Halten die Behandelnden diese nicht für sinnvoll, kann sie auch nicht durch eine Patientenverfügung herbeigeführt werden. Möchte der behandelnde Arzt bei einem Sterben keine künstliche Beatmung durchführen, weil er sie für sinnlos hält, kann mit einer Patientenverfügung kein Handeln erzwungen werden. Aha. Also im Grunde genommen will der Arzt von alleine behandeln und mit einer Patientenverfügung kann man nur Behandlung ausschließen, so verstehe ich das gerade. Okay. Vorgaben einer Patientenverfügung sind grundsätzlich verbindlich. Sie können aber in Frage gestellt werden, wenn einzelne Behandlungssituationen nicht konkret, sondern nur sehr vage beschrieben werden. Klammern können. Oder wenn dem Arzt Anzeichen vorliegen, dass der Patient seine Meinung geändert haben könnte. In diesem Fall müssen Arzt und Bevollmächtigter oder Betreuer versuchen, den mutmaßlichen Willen des Betroffenen herauszufinden. So wie ich das verstanden habe, muss man immer den mutmaßlichen Willen herausfinden. Das ist ein Widerspruch zu dem, was hier in dem Buch steht. Und ich glaube eher, dass das gilt, was hier steht. Und zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens ist der mutmaßliche Wille, der in der Patientenverfügung geäußert wird, gültig. Aber ich finde den Text nicht so gut. Ich finde das andere Buch wirklich besser.
habe mir ein BGW besorgt, habe ich schon erzählt. Ich gucke dann danach. Das meiste steht im BGB, ansonsten habe ich auch ein Sozialgesetzbuch zu Hause. Dabei sind Verwandte und Freunde einzubeziehen und die Wertvorstellungen des Patienten zu berücksichtigen. Trotzdem kommt der Patientenverfügung aber zumindest eine Indizwirkung zu. Eine geplante Gesetzesänderung zieht vor, dass der Herbst 2018 Ehepartner füreinander auch ohne weiteres Dokument wirksam Eine geplante Gesetzesänderung sieht vor, dass ab Herbst 2018 Ehepartner füreinander auch ohne weiteres Dokument wirksame Entscheidungen zur medizinischen Behandlung treffen können. Der Arzt muss sich dann an die vom Ehepartner geäußerten Wünsche halten. Die Gesetzesänderung sieht das, soll schon lange kommen. Naja. Ich glaube, naja, ich äußere mich hier nicht zu. Tipp. Und dann ist auch schon vorbei mit der Folge. Es ist unbedingt ratsam, eine Patientenverfügung nicht isoliert stehen zu lassen, sondern sie mit einer Vorsorgevollmacht und oder einer Betreuungsverfügung zu kombinieren. Auf diese Weise können Sie eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens rechtlich in die Lage versetzen, Ihre Wünsche umzusetzen und Entscheidungen in Ihrem Sinne zu treffen. Die Formulierungen der Vorsorgevollmacht bieten dafür eine wichtige Hilfe, auch wenn einzelne Behandlungsschritte darin nicht benannt werden. Seite 100 folgende. Also, die wollen einen dahin drängen, dass man eine Vorsorgevollmacht aufsetzt. Finde ich ziemlich zu fragwürdig. Ich will auf gar keinen Fall eine haben. Ich will einen gerichtlich bestellten Betreuer, möglichst einen Richter, ein Geschäftsführer. Ich sag wieder zu viel. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Vorsorgehandbuch deutlich besser finde. Also das war's. Mal gucken, ob ich nach dem Kaffee noch eine Folge aufzeichnen. Ich vermute das stark. Ich will mir hiermit durchkommen. So, bis später.